Dank der Vektorenrechnungen können wir diesen Lehrsatz sehr einfach beweisen. Der Lehrsatz besagt, die Diagonalen eines Parallelogramms schneiden sich in ihrer Mitte. Als Hypothese stellen wir das Parallelogramm ABCD und den Punkt M Mitte von der Strecke BD. Die These ist, dass derselbe Punkt M auch die Mitte von dieser Diagonalen AC ist. Um das zu beweisen, werden wir beweisen, dass dieser Vektor AM genau derselbe ist wie dieser Vektor MC. Wir beginnen damit, diesen Vektor AM zu zerlegen in Vektor AB plus Vektor BM. Das stimmt so, denn diese beiden Vektoren sind aufeinanderfolgend und diese Summe ergibt also effektiv den Vektor AM. Dieser Vektor AB, AB, ist genau derselbe wie dieser Vektor DC, weil ABCD ja ein Parallelogramm ist. Und dieser Vektor BM ist genau derselbe wie der Vektor MD, weil dieser Punkt M ja die Mitte von der Strecke BD ist. Also können wir den Vektor AB durch Vektor DC ersetzen und den Vektor BM durch Vektor MD ersetzen, also so. Da die Vektorenaddition kommutativ ist, dürfen wir diese beiden Vektoren vertauschen und somit erkennen wir zwei aufeinanderfolgende Vektoren, deren Summe hier abzulesen ist. Also finden wir so, dass der Vektor AM genau derselbe ist wie der Vektor MC. Das können wir natürlich grafisch überprüfen. Dieser Vektor, das ist der Vektor AM, und der entspricht ganz genau dem Vektor MC. Also muss der Punkt M die Mitte von der Strecke AC sein. Und diese Aufgabe ist schon erledigt.